Frau Präsidentin, Frau Wehrbeauftragte, meine Damen und Herren! Die CDU haut in dieser Woche Anträge raus, in denen sie gratis mutig mehr Waffen für die Ukraine fordert. Vorgestern Taurus-Marschflugkörper, heute 1 Million Artilleriegranaten. Was kommt als nächstes? Atomwaffen? Einige meiner Kollegen nennen diese CDU-Anträge populistisch. Ich finde, das trifft es nicht. Der Populist hört auf das, was das Volk will, und setzt dieses dann um. Im Grunde ist der Populist als Politiker ein echter Angestellter des Volkes. Was die CDU jedoch hier fordert, will die Mehrheit der Deutschen nicht. Ich weiß, direkte Demokratie ist den Superdemokraten dieses Hauses ein Graus. Aber stellen Sie sich mal eine Volksabstimmung wie in der Schweiz vor. Dann die Frage, soll Deutschland der Ukraine Marschflugkörper und 1 Million Artilleriemunition und Granaten liefern? Meine Prognose, Sie würden keine 10% für diesen Irrsinn bekommen. Nein, meine Damen und Herren von der Union, Sie wollen mit diesem Antrag keine Außenpolitik machen, Sie wollen nur die Regierung ärgern. Und das ist als Opposition natürlich Ihr gutes Recht. Und es klappt ja auch gut. Seit fast 2 Jahren geht die Spitzenkandidatin der FDP für das Europaparlament, Frau Strack-Zimmermann, an keinem Mikrofon vorbei, ohne mehr Waffen für die Ukraine zu fordern. Und vorgestern muss sie sich der Koalitionsdisziplin unterwerfen und gegen die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern stimmen. So ist das eben mit den Überzeugungen der FDP. Bei 4% in den Umfragen und einer Regierung, die jederzeit auseinanderfliegen kann, ist auch einer Strack-Zimmermann das Hemd näher als die Hose. Politisch ist der vorliegende CDU-Antrag aus 2 Gründen Unfug. Im Antragstext wird sehr richtig festgestellt, dass sich die Munitionsbestände der Bundeswehr auf bedrohlich niedrigem Niveau befinden. Dann fordert die CDU unter Punkt 2 aber, der ukrainischen Bitte nach Munition aller Kaliber aus Beständen der Bundeswehr in größtmöglichem Umfang nachzukommen. Hier kennt der Kollege Otte scheinbar seinen eigenen Antrag nicht. Die CDU weiß also, dass die Bundeswehr nicht verteidigungsfähig ist, will sie aber trotzdem weiter entwaffnen. Das hat schon Züge von Landesverrat. Und zweitens, der Krieg um die Ukraine wird nicht auf dem Schlachtfeld entschieden. Jeder weiß das. Mittlerweile. Deutsche Verantwortung wäre es also, eine diplomatische Großoffensive zu starten, aus dem Bundestag anstelle hier Munitionsbedarfe vorzurechnen. Wären Sie Staatsmänner, würden Sie unverzüglich, auch mit dem Blick auf die bevorstehenden US-Wahlen, mit einer solchen Diplomatie beginnen und nicht weitere Zeit mit solch unsinnigen Anträgen vergeuden. Vielen Dank.